Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hot Quatsch Hofbergmann, nee, Hot Online Farm. Boah, ich gerade auf der falschen Map unterwegs. So, jetzt mal, wo wir die Eier ein bisschen loskriegen. Ob wir da weit latschen müssen. Wohin, Herr Schreiber? Also müssen wir sie doch aufladen. Ich glaube, ich stelle den mal anders hin. Ich stelle den mal anders hin. Stelle ihn mal ein bisschen mehr vor den Hühnerstall, hat das gerade noch zu loben braucht. Wieder die ganze Folge dauern, die ich Eier verladen. Kenn mich doch. So, gucken wir mal, wie wir den so am besten. Und die so die Längsseite haben. Wollen wir erstmal runter. Schon mal eine Ladung Rührei. Ach Mensch. Es gibt Zirbel, hasse ich irgendwie die Pest. Wir haben schon mal gut geflogen. Haben wir schon mal zwei jetzt drauf. So, kriegen wir schon mal drei hin, so. Schützen können wir dann von vorne immer noch. Ups. Der ist vielleicht dann jetzt Rührei oder wie? Wirklich Jahre hin. Ich spann die mal fest. Oha, haben wir noch belastet. Haben wir noch ganz belastet Bullen. Das war genug Luft. Oh Mann, was ist jetzt hier?
Zwei. Oha, ich bin schief. So. Ich füge nicht so noch drin, dass irgendwie ihre Spiel rausgekommen. Das quietscht dann noch ein bisschen vor sich hin, das ist nicht so belastend wie Hunderte. Ja, ist. So. Ich glaube, ich muss höher stapeln. Würde mich aber täuschen. Ich stapel. Ob ich die ja nicht so reinkriege. Mensch. Drin. Ja. Ordnung muss sein. Oh Gott, habe ich die Dinger noch windschief aufgestapelt. Jetzt schon genäpselt. Und ich wollte jetzt auch in die Kisten. Aber naja, wir stapeln erstmal. Selben Spaß habe ich dann noch demnächst mit der Wolle. Das Lager ist da auch voll. Und ich kann es nicht so sagen. So.
Ach Mann, warum willst du mich eigentlich immer wissen? Warum willst du mich? Ja. Mensch, kann ich immer 2 Meter laufen oder kann ich die Kiste bei der Trainer wegschmeißen? Mit der Kiste jetzt hier wieder auf einmal. Ich bin jetzt günstig geflogen. War ja gerade eine verfluchte Kiste, die war ja beschnitten. War besessen. Die scheint wo, weil die drunter stand. Ja, die scheint auch irgendwas abgekriegt zu haben. Oder war die erst besessen, bis das Ding nach oben gewandert? Ich weiß es nicht. Man könnte es fast denken. Die zappelt immer noch, wo die schon wo die da drum steht. Gefährliche Sache. Ups. So. Noch einmal hinten. Da haben wir doch schon wieder was festgeschnallt. Wenn es so weitergeht mit dem Beladen, dann schaffe ich halt das Ding zu beladen vom morgen erst los. In der nächsten Folge. Ich muss erst mal gucken, wo Familie Schreiber wohnt. Wo denn hier? Eine Million Eierkisten andrehen können. Dann hatte ich dich in die gerade richtig angeschoben. Und so. Nicht solche Faxen mit mir machen hier. Zack. Zack. Ordnung muss sein hier. Nie hier. Nie bei wünscht dir was. Und wir wollen ja keine Orgie. Kann keiner wollen. Das ist jetzt auch fast perfekt. Da haben wir einen schiefen Turm. Für Kisten. Wenn nichts dazwischen kommt, kriegt man den Urner aufgeladen. Ach Mensch. Ja, du sollst zwar dorthin, aber nicht auf diese Ecke.
Haben auch so noch schön verpackt gekriegt. So, die letzten vier. Auf geht's. So, spannend, eine Folge nur Kisten verraten. So, das waren. Kommen noch zwei Kisten. Den haben wir schon wieder mal im Laptop. Den ich könnte persönlich jetzt so nehmen. Wenn ich sie so tragen könnte. Irgendwie. Hat das Spiel was dagegen, wenn ich die längs trage? Kann ich nicht sagen was, aber irgendwie meckert das da gerne mal rum und sagt hier fallen lassen. Kann mir nicht erklären, wieso, warum, weshalb. Aber es will nicht mal jetzt. Ich sehe nur wieder besessen die Kiste scheinbar. Oder sind die Standen schon so lange, dass die Küken ausgepudert sind, hin und her zappeln? Das sind alles wichtige Fragen, die vorher geklärt werden müssten. Wenn wir die hier manchmal rumzappeln, könnte man denken, die sind schon hier. Dass da keine Eier mehr drin sind, sondern schon Küken. Was zappeln ist ja kollisionsbedingt. Wenn die Kollision aufeinander glitschen, dass da solche Faxen rauskommen bei. Jetzt los. Oder eine ganz störrische Kiste hier. Mir fehlt einfach die Will Paduni. Aber was die Kiste will und was sie nicht will, ist mir relativ egal. Jetzt weiß ich, wie schief dann nicht so schön wie die anderen, aber. Ist mir jetzt egal. So. Mal gucken, Familie Schreiber hat man gesagt. Familie Schreiber ist Haus 8, das ist ganz hinten beim Gasmann. Im Schlosserraum, wenn ich da hinkomme jetzt. Aber wir kommen ja schon mal auf die Straße. So, da sind wir nämlich schon wieder am folgenden Ende angelangt. Weil wir die ganze Folge Eierkisten verladen haben, die wieder störrig waren, komme ich zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.